So, da wären wir wieder. Das Ende eben war ja nicht ganz so toll. Es waren ja richtig viele Geister auf einem Haufen. Da müssen wir uns was überlegen. Also eventuell die irgendwie rauslocken oder einen umbringen, schnell weglaufen. Auf jeden Fall nicht in die Ecke gedrängt werden. Aber ich habe mir in der Zwischenzeit auch eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar wechseln wir mal von den Armbrüsten auf Nahkampfwaffen. Was haben wir da? 88... 96, das ist schon mal ordentlich. Das ist ordentlicher. So. Jetzt hat Bakata die besten Waffen, hat einen richtig hohen Stärkewert. Ich hoffe mal dadurch, dass er quasi fast immer trifft und Paulsen und Axel dann nur noch am Heilen sind. Gucken wir mal, ob funktioniert oder nicht. Im Notfall können wir es ja immer noch ändern. So, also hoch da. Und ein, zwei Geister töten und wieder runter. Das ist mein Plan. Das wird wohl auch eine ganze Weile dauern, bis wir alle down haben. Aber was muss, das muss. So, heilen wir mal kurz und schlafen dann. Ich sagte, heilen wir mal kurz und schlafen dann hier. Und es hat funktioniert. Ha. Also wir haben jetzt zwei Kriegergeister. Die locken wir jetzt mal zum Eingang. Oder Richtung Eingang, besser gesagt. Und jo, der erste Schlag gleich gesessen, der zweite auch. Das war eine sehr gute Idee. Das heißt, Bakata ist jetzt nur noch am Hauen und Paulsen und Axel sind am Heilen. Zack, 30. Oh ja, das geht gleich viel. 110. Wahnsinn. Ja, so muss das laufen. So macht das Geistertöten doch auch gleich richtig Spaß. So, jetzt schlafen wir hier oben dreisterweise. Und wo ist der Geist? In welcher Wand steckst du? Na gut. Ah, er war in der Treppe. Ah, das war ein bisschen Mana-Verschwendung. Aber na gut, es scheint nur einer zu sein. Das heißt, wir können auch gleich wieder schlafen. Ja, mit der Taktik funktioniert das ganz gut. Also einmal ist es bei Karte, die Nahkampfwaffen benutzt, wodurch er wesentlich mehr Schaden macht. Und zum anderen mit dem Schlafen, um dadurch die Geister anzulocken, in etwas kleineren Gruppen als 9, 10 oder wie viel auch immer das vorhin da waren. Na, 64, sehr schick. So, es scheinen keine Geister mehr in der Nähe zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder bis zu der einen Tür und versuchen da den letzten Witzel zu schlafen. Genau hier. Na, komm raus da. Wusch, wusch, wusch. Und hey, Paulsen hat auch mal Schaden gemacht. Ja, vier Arme zu haben ist doch was Tolles. Warum hat das nicht jeder? Hm, keine Geister mehr in der Nähe, das glaube ich doch irgendwie nicht. Speichern wir mal kurz ab. 029a. Und wagen uns so bis hierher vor. Oh, ich höre schon den ersten Schreien. Und da war so ein Schlangenzauber. Schlangenzauber heißt irgendwie immer, dass diese Kriegergeister da sind. Denn die Zauberer machen das nicht. Oh, 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 oh. Nee, Bakata zaubert nicht. Bakata haut nur. Und das tut er sehr gut. Ja, das läuft gleich viel, viel, viel besser als bei unserem letzten Versuch, wo wir hier in der Ecke gestorben sind. Oder hier irgendwo. So. Jetzt haben wir nämlich nur diese zwei Zaubergeister und es kommt keine einzige Schlange. Ja, die mag ich. Davon können ruhig noch mehr kommen. Die halten nicht viel aus, die teilen nicht viel aus, haben keine Spezialeffekte. Die stehen eigentlich nur im Weg rum. Aber irgendwie treffen wir die fast gar nicht. Oh, nicht gut. Ich hätte nichts sagen sollen.
verklickt. So, so. Nee, du sollst nicht heilen. Du heilst ihn. Und dann sollten wir gleich mal wieder einen kleinen taktischen Rückzug vornehmen. Sonst wird das hier nichts. Und jetzt muss Pakata auch ein bisschen Mana verbraten. So, komm, stirb, bevor noch ein Geist sich in den Weg stellt. Oh, oh, oh. Heil, Axel. Heil, Axel. Das klang gerade komisch. Heil, Axel. Heil, Axel. Aber lassen wir das. So, der Weg ist frei. Runter und schlafen. Hülalü. Aber das war ein guter Run. Wir haben schön viele Geister umgebracht. Und wir sind nicht gestorben, was ein netter Bonus ist. Das heißt, wir speichern gleich mal wieder den Speicherstand hier über. Und gehen wieder hoch. So, ein Kriegergeist von eben noch. Und es kommt mir so vor, als wenn irgendwo noch ein zweiter wäre, was den Schaden angeht, aber... Nö. Ah, okay, ein zweiter und dritter. Eine komplette Heilung bitte. Dankeschön. Und schnell umbringen, bevor der zweite sich hier auch noch irgendwo einnistet. Oder uns den Weg versperrt. Nee, ich glaube, der hockt hier links an der Wand. So, sehr schön. Komm raus da. Stirb. Und dann... Gucken wir mal, ob jetzt noch einer kommt. Nee, das ist ein gutes Zeichen. Also ich glaube, der Bereich mit den drei Gängen hinter der einen Tür ist langsam einigermaßen frei. So, was haben wir hier? Den Dolch, Heiltrank, vier Kronen und leer. Ja. So. Und schlafen. Wow. Das waren jetzt doch recht viele auf einmal. Und nicht den Weg abschneiden lassen. Oh, wo kommst du noch einmal her? Das könnte jetzt ein ernsthaftes Problem werden. Wenn der da nicht schnell stirbt. Ich sag, der schnell stirbt. Genau so. Schon besser. So, jetzt noch einen vielleicht mitnehmen und dann könnten wir uns absetzen. Ah, nee, nee, wir sollten runter. Oh, kommen hier viele Schlangen, das ist ja nicht mehr normal. So, Heilung. Heilung. Und dann müssen wir gleich mal gucken, weil sobald wir hochkommen, sind wir wieder mit den vier Geistern konfrontiert. Aber wir werden auf jeden Fall einen umbringen können, bevor wir wieder runter müssen. So, ist hier was in der Wand? Nö, wir hauen bloß die Wand kaputt. So, das heißt, du da wirst jetzt sterben. Mindestens du. Und vielleicht auch noch du. Und dann werden wir wieder runter müssen. Denn so viel halten unsere Jungs ja doch nicht aus. Vielleicht sollte ich auch Bakata einfach die beste Rüstung geben. Dann lassen wir Axel und Paulsen sterben und Bakata macht das hier im Alleingang. Das klingt doch auch nach einem Plan, oder? So, Heilung. So, können wir überhaupt runter? Ja, dass man nicht mal so einen Anschein von dem Geist sieht, wenn er in der Wand steckt, finde ich ein bisschen schade. Also irgendwelche Hände, die rausgucken oder so. Aber na gut. Was auch immer da in der Wand steckt, müsste bald tot sein, so oft wie der schon getroffen wurde.
ich höre keinen Schreien mehr. Ich glaube, der ist tot. Nee, ist er nicht. Oder das ist ein neuer, was ja auch gut wäre. Denn jeder tote Geist ist ein Geist weniger, der sich uns im Weg stehen kann. Und ich höre nichts mehr. Wo bist du? Ah, da war eine ganz anderen Wand. Okay. Oh, 70. Das ist ein schöner Treffer. Hat jetzt schon 100 Schaden gefressen. 120. Mal runden wir mal von 130. Ich versuche gerade abzuschätzen. Also 150 Leben um den Dreh haben die. Schon eine ganz schöne Menge. Und wir werden nicht weg. Sehr schön. Das heißt, diesen ganzen Vierer-, Fünfer-Trupp da, der uns vorhin gestört hatte, den haben wir jetzt auch erledigt. Damit müsste langsam dieser Dreierbereich hinter der Tür echt frei sein. Die müssen die Geister schon in der Wand gestapelt haben, damit das hinkommt. 029b. So, schauen wir mal. Und wo kommst du schon wieder her? Also es scheint wirklich keinen Respawn zu geben, sonst hätten wir die Geister bei der Truhe zum Beispiel schon gehabt. Aber trotzdem bewegen sie sich teilweise recht komisch. Lux, Axel. Also ich glaube, das sind aber auch Geister, die eigentlich von hinter uns kommen, aber irgendwie da in die Wand gewandert sind. So, diese doofen Magiergeister. Als erst mochte ich sie ja, weil sie anscheinend schnell gestorben sind und fast keine keinen Schaden verursachen und keine Special-Effekte haben. Aber dafür treffen wir sie recht schlecht. Wie man hier gerade sehen kann. Ach, na also. Und ein Kriegergeist. Wo? Hier in der Wand. Okay. Na komm, aber nach dir würden wir hier doch ganz gerne mal durchschlafen. Aber dieses Level hat es echt in sich. Ich meine, so viele Geister, wie wir jetzt schon umgebracht haben, und die Karte ist echt nicht groß, ne? Ich kann dir gleich mal kurz zeigen. Das ganze Bereich hier, um das haben wir die letzten 13 Minuten durchgehend gekämpft. Also in dieser Folge allein nur. Das ist schon übel. Aber jetzt sieht's gut aus. Gleich mal überspeichern. Und... okay. Noch zwei. Drei. Drei ist noch okay. Drei ist machbar. Da hinten ist, glaube ich, noch ein vierter. Es wird langsam problematisch. Wegfliegt. Du solltest dich selbst heilen. So, schon ist einer weniger. Das klappt doch alles. Oh, 123. Sauber. Das heißt, der Geist braucht jetzt nur noch einen ganz kleinen Treffer und dann ist er auch hin. Oder einen ganz großen. Ist ja auch okay. So, du verbrätst mal kurz ein bisschen Mana. Du verbrätst auch ein bisschen Mana. Jetzt knüppeln wir die beiden wieder. Und dann ist auch wieder Zeit für einen kleinen Cut. Aber ich bin sehr zufrieden, was wir in dieser Folge geschafft haben. Also so viele Geister, wie wir jetzt umgehauen haben, hätte ich echt nicht gedacht. Ups. Jetzt bloß nicht sterben. Dann wäre ich auf keinen Fall zufrieden mit dieser Folge. So. Oh, ich glaube, irgendwo ist noch einer. Oder zwei oder drei. Wenn man sich den Schaden so anguckt, der reinkommt. Ja, noch zwei. Okay, da benutzen wir kurz eine Salbe. Und zack. Komm schon.
Wir wollen hier noch durch. Okay, Bitzelbecher. Komm schon. Wir wollen doch nur da durch. Okay, noch ein Bitzelbecher. Das kann doch nicht sein. Na gut, dann halt die großen Geschütze. Und genau dann fällt er tot um. Na gut, dann verbraten wir das Mana hier auch nochmal. Gucken, ob wir noch einen Down bekommen und dann gibt's den Cut. Weil jetzt dürfen wir auch nicht mehr eingekesselt sein. Nö. Das heißt, wir können jederzeit einfach zur Treppe laufen. Zack, zack. Aber schaut irgendwie nicht gut aus mit dem... Nee. Von wegen nicht eingekesselten. So, schnell runter. Huffala. Pause nicht vergessen. So. Aber ja, doch, das Ende war gerade ein bisschen holperig. Ah, wir haben noch einen Geist mitgenommen und das ist alles, was zählt. Geister und Untoten. Speichern 29b und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.